Wollen wir noch einmal zu den Rückführungen kommen, wenn ich darf, eine ganz konkrete Nachfrage. Diese Menschen gar nicht da war, weil Sie gesagt haben, Sie wollen Hunderttausende zurückführen. Ja, die, das auch wenn das rechtlich sozusagen natürlich geboten ist. Richtig. Wie wollen Sie das konkret machen? Das Problem ist ja oft, dass die Herkunftsländer sie nicht zurücknehmen und auch Drittstaaten nicht bereit sind, diese Abgeschobenen aufzunehmen. Wie wollen Sie es machen? Sie müssen es trotzdem tun. Aber wie? Sie müssen Druck aufbauen. Also erstmal fängt das Ganze ja an. Es ist ja jetzt eine Problembeschreibung eines Problems, was ja schon passiert ist. Ne? So. Angela Merkel hat das ja, die CDU, die streift das ja so lakonisch ab, wie jetzt sind sie ja nun mal da. Diese Menschen dürfen gar nicht da sein. Eine AfD-geführte Regierung würde präventiv erstmal die Grenzen sichern. Wir würden die Leute erst gar nicht reinlassen. Wir hätten also so ein Problem überhaupt nicht. Aber gut, jetzt sind die Menschen ja nun mal da, also müssen sie ausgewiesen werden. Und wenn die Staaten sie nicht zurücknehmen, dann setzen sie unter Druck. Dann gibt es keine Entwicklungsgelder mehr. Gar nichts mehr. Und dann können Sie auch noch mit anderen Drittstaaten verhandeln. Sie machen da Auffanglager und dann führen Sie die Menschen dorthin zurück. Sie haben aber noch, und vielleicht das ist der letzte Punkt zu diesem Thema, zu Ihrer Frage, Sie haben noch eine andere Möglichkeit, dass die Menschen dann Gott sei Dank freiwillig gehen, die uns hier täglich auf den Straßen beehren mit überbordenden Kriminalitätsraten und Jugendkriminalität. Frau Wagner, und zwar, dass Sie anstatt Geldleistung Sachleistung beziehen. Und damit wäre ein wichtiger Pull-Faktor abgestellt. Da meinen Sie mal, wie schnell manche Menschen dann wieder weg wären, freiwillig gehen.